Ah, hi Leute, willkommen zurück. Wir sind gerade im Zephyr-Tempel und wir haben Makorus hier auf unseren Schultern, oder auf unserem Kopf besser gesagt. Ja, und wir wollen mal gucken, wir sind schon ein bisschen vorangeschritten in diesem Tempel, haben eigentlich eine Karte. Ja, bis jetzt ging es ziemlich linear voran, wir haben nur eine gerade Strecke zurückgelegt. War nicht so schwer, fand ich jetzt. Aber wir wollen mal gucken, was es hier so gibt. Okay, Makorus kann auf jeden Fall da schon mal rüberfliegen und Bäume pflanzen, aber was ist hier unten? Ist da irgendwas Wertvolles, oder wie? Ich springe einfach mal wagemutig hier runter. Oh, hier sind gefährliche Dinger. Mit denen möchte ich mich ja nicht gerne auseinandersetzen, aber die haben Magie. Okay, oder auch nicht. Ist hier irgendwas? Oder ist es nur... Hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Okay, Verschwendung vom Feinsten. Zeitverschwendung, meine ich damit. Okay, direkt nach oben kraxeln wieder. Und mit Makorus hochfliegen, damit er da diesen Baum pflanzen kann. Haben wir ja schon gerade gesehen auf diesem Vorsprung da. Hier kann man es ein bisschen sehen. Da kann Makorus einen Baum pflanzen, wenn wir den Taktstock verwenden. Ja, die Sonate des Puppenspielers. Ja, die Lieder sind leichter zu merken in diesem Zelda als in anderen Zelda-Spielen, finde ich persönlich. Aber sie hören sich auch nicht so gut an. Also ich finde, Ocarina of Time hatte mit Abstand, mit riesigem Abstand die besten Lieder. So, Baum wird gepflanzt. Und dann passiert irgendwas Merkwürdiges. Wahrscheinlich wird die Tür unten aufgehen, wenn wir auch noch den zweiten Baum hier gepflanzt haben. Oder hier oben geht die Tür auf, das kann auch sein. So, aber zunächst hier erstmal direkt die fruchtbare Erde hier mit einem Samen, ne, ja, ausrüsten, damit ein Baum hervorsprießt. Und auch hier das gleiche nochmal wiederholen. Und dann müsste sich jetzt eine der beiden Türen öffnen, oder vielleicht auch beide. Tatsächlich beide. Wow. Ja, toll. Da hatte ich jetzt ja natürlich große Chancen. Es tut mir leid, Makorus. Mann. Ja, okay. Egal, wir kommen auch so weiter. Hoffe ich einfach mal. Mal gucken, was es hier so gibt. Okay, das ist ein hoher Raum. Okay. Alles klar. Und was gibt's hier alles so Schönes? Vetter Freund Hive, ich bin hier! Ah, hallo. Ja, danke für die Information. Oh, du Ding, ey, ne? Du nervst mich ja schon total. Ich glaube, ich muss dich erstmal vom Himmel holen. Und zwar mit dem Boomerang und dann zerschnetzeln wir dich einfach. Das Master-Schwert ist ja zum Glück recht stark. Im Vergleich zu dem normalen Schwert, was wir hatten. Das Heroenschwert oder so. Von Vater Orca haben wir das bekommen. Der haben Vater Orca, ne? Wir haben einfach sein Schwert ersetzt. Ohne ihm das zu sagen. Ohne ihm die nötige Dankbarkeit zu erweisen. So, und die hier müssen wir mit Bomben füttern. So war das doch, oder? Ja, und dann rasten die komplett aus einfach. Aber dein Freund möchte auch noch gerne gefüttert werden. So. Die hinterlässt natürlich auch so eine coole Kugel, wo hoffentlich Rubine drin sind. Ohne Ende. Nee, leider nur 5. Naja, man kann nicht alles haben. Und du hinterlässt auch eine Kugel. Alles klar. So, wir könnten theoretisch hier weitergehen. Und das machen wir nochmal direkt. Ja, ich kann dich momentan nicht befreien, glaube ich, ne? Mit diesem Ding hier können wir nichts machen. Nee, sieht schlecht aus. Tja, Makorus, geht's ja noch weiter nach unten, oder wie? Das sieht tatsächlich so aus, als ob es noch weiter nach unten geht. Aber erstmal durch die Tür hier schreiten, würde ich vorschlagen, weil... Ja, da würde ich auch gerne hinkommen, aber da komme ich nicht hin. Ja, blöd. Blöde Sache. Also ist das hier erstmal der erste Weg, den wir noch gehen können. Der einzige Weg vor allem. Okay, und hier haben wir solche Killeranas, oder wie die heißen. Weg mit dir. Du störst. Ja, doofer Boomerang, ey. Aua! Mann, ey, der trifft mich einfach, dieses Schwein. So, und einfach mal hier rüber gehen. Oh, das war knapp. Was ist das hier? Kann ich da eine Bombe legen? Vermutlich. Und dann öffnet sich so eine Luke. Oder wie sieht das aus? Wir legen einfach mal eine Bombe und gucken, was passiert. Nichts! Okay. Da habe ich jetzt ja nicht mit gerechnet. Ich dachte, da passiert irgendwas Tolles. Oder mit den Eisenstiefeln vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Die sind, da sind wir natürlich auch so schwer. So. Ach so, ja, da, das geht natürlich. Okay, 15 Rubine haben wir dafür bekommen. Hallo. Ich möchte nicht gefangen werden. Bitte. Okay, das ging ja relativ gut. Da müssen wir hier wahrscheinlich wieder mit dem Blatt uns dieses... Mit dem Blatt, sagte ich. Ich verwechsel mal die Tasten. Was ist los mit mir? Ja, das Ding hier öffnet sich jetzt tatsächlich. Und hier ist noch so ein Geselle. Den müssen wir natürlich auch noch hier beseitigen, weil der stört sonst extrem. So, das ging zum Glück relativ gut. Ich habe keine Lust, von denen gegrapscht zu werden und dann wieder am Anfang des Dungeons zu erscheinen. Das wäre blöd. So, was passiert, wenn wir hier uns hochschleudern lassen? Oder schießen wir dann gegen die Decke und haben Kopfschmerzen? Oh, da ist ein Gitter vor. Ach so, das ist wahrscheinlich das gleiche Gitter. Und wenn ich von dieser Seite diesen Mechanismus aktiviere, dann werde ich getötet. Okay. Nee, ich wurde natürlich geschlagen von dem Gitter. Und wahrscheinlich wäre es so gewesen... Mann, falsche Taste! Es wäre wahrscheinlich... Hallo, was ist denn los? Dritter Versuch, Leute. Das hier ist das schwerste Rätsel im kompletten Dungeon, glaube ich. Ich stelle mich natürlich nur vollkommen blöd an und deswegen klappt das nicht. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. So, und jetzt muss ich weit genug wegstehen, damit ich nicht erwischt werde von diesem komischen Ding. Ich hoffe, das klappt jetzt mal endlich. Ich muss natürlich auch genug zielen können. So, alles klar. Und jetzt müsste ich hier eigentlich hoch können. So. Ah ja, das klappt. Ich wusste natürlich nicht, in welche Richtung ich jetzt muss. Deswegen habe ich es jetzt mal voll verplant. Aber hier möchte ich zuerst mal diese Truhe öffnen. Ich brauche das Blatt. Das klappt sonst nicht. Ja, dieser Raum ist mit Abstand schon der schwerste. Der macht mir schon die meisten Probleme in diesem Dungeon. Uncoole Sache. Aber okay, jetzt haben wir es geschafft. Hallo Truhe, wir möchten dich gerne öffnen. Und ich hoffe, da ist irgendwas sehr Wertvolles drin. Zum Beispiel ein Glücksamulett, ja, genau. Ich liebe Glücksamulette sehr. Ich möchte es gerne wegdrücken, aber der Text lässt mich nicht durchspeeden. So, jetzt müssen wir hier nochmal vorbei. Ach so, und hier brauchen wir das Lied, aber dafür brauchen wir auch Makorus. Hallo, Leute. Aua. Was passiert, wenn ich hier das Ding nochmal mache? Kann ich dann einfach so rüberlaufen? Ja, aber ich habe Makorus nicht, das ist blöd, deswegen müssen wir erstmal hier lang. Das ist der einzige Weg, der uns noch offen steht. Ja, die Gegner habe ich jetzt erstmal in Ruhe gelassen. Rubine hier? Nee. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Okay, wie funktioniert das denn jetzt hier? Wahrscheinlich muss ich mich mit dem Blatt hochtragen lassen. Ja, aber das geht von hier natürlich nicht. Ich muss von oben reinspringen mit dem Blatt direkt und dann kann ich mich rübertragen lassen. Wollen wir das doch mal direkt machen? So, Link. Jetzt komm, stell dich nicht so an. Spring einfach mal rüber, volle Kanne. Ja, und direkt zu dem Schalter würde ich vorschlagen. Mal gucken, was der bewirkt. Aha. Okay. Das hier wird geöffnet und dann können wir uns darauf tragen lassen. Mit dem Blatt. Nicht mit der Bombe. Das war das falsche Item. Tut mir leid. Oh nee, jetzt geht das nicht, oder was? Nein, ich muss von Anfang an nochmal anfangen. Oh Mann, ich muss das Blatt auf die andere Taste legen. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Wenn das auf der Z-Taste liegt. Sonst passiert sowas doofes wie eben, dass ich in der Luft einfach mal ein falsches Item ausrüste. Und dann fliege ich einfach runter. Das war doof. Zum Glück waren es nicht die Eisenstiefel, das wäre sonst natürlich das ultimativ schlechteste. Ups, so. Hallo Leute. Nein, nicht im Ernst! Okay, aber immerhin kommen wir hier schon mal in Gefilde, wo wir vorher noch nicht waren. Können wir uns erstmal hier in den Boden genauer begutachten. Und irgendwelche Special Effects werden hier auf uns geschossen. Okay, aber hier unten komme ich erstmal nicht weiter. Hier sind nur ein paar Totenköpfe und solche Grabscher. Zum Glück nicht die schlimmen Grabscher. Okay, ich muss tatsächlich... Wow, wer schießt auf uns? Ist das Kamek? Ich muss tatsächlich, von oben durch so einen Strudel hier hinkommen. Na gut. Haben wir es erstmal wieder geschafft zu versagen. Aber wie komme ich wieder nach oben? Frage ich mich. Ich komme doch hier nicht rauf. Da rutsche ich doch immer ab. Das gefällt mir nicht gut. Wow. Wie komme ich hier wieder hoch? Frage ich mich. Ich laufe gerade ein bisschen planlos umher, weil ich gerne wieder nach oben kommen würde, um in so einen Strudel reinzuspringen, aber es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und hier komme ich nicht hoch, weil ich da runterrutsche. Das ist natürlich doof. Und wer beschießt mich hier, Mann? Das regt mich total auf. Wer ist das? Hallo? Naja, zum Glück hat er nicht so viel Zielwasser getrunken, deswegen kann es ihm erstmal egal sein. Ich würde aber dennoch gerne wieder nach oben kommen, irgendwie. Wäre eine ganz coole Sache. Ach da. Da sind so Ranken, an denen ich mich hochkraxeln kann. Das ist nämlich der Eingang tatsächlich gewesen, oder sehe ich das falsch? Von da kommen wir doch. Ja, super. Voll Zeit verschwendet, indem ich einfach runtergefallen bin. Naja, kann man nichts machen. Irgendwann fällt jeder mal, sogar Link. Es lag natürlich an Link und nicht an mir. Das möchte ich mal klarstellen an dieser Stelle. So, nächster Versuch. Und diesmal hoffe ich, dass wir es erfolgreicher schaffen. So, und ich würde gerne mal hier diesen lustigen Typen ausschalten. Der nervt mich schon die ganze Zeit. Mit den Pfeilen werde ich mal direkt in sein Gesicht ballern. Mit dem Feuerpfeil sogar, natürlich, ne? Hat ihn das getroffen? Nee, natürlich nicht. Und ausweichen von seinen Geschossen, weil das nervt. Achso, er wechselt nicht mal die Position, okay. Ja, leider kann ich genauso schlecht treffen wie er. Das ist blöd. Wo ist er jetzt? Oh, hallo. Oh ne, jetzt ist er weg. Zum Glück bin ich nicht runtergefallen. Das wäre natürlich ziemlich blöd. Ah, vereist. Okay. Wollte ich zwar nicht, aber okay. Kann ich ihn jetzt, Ist er tot? Ja, er ist tot. Cool. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Gegner getötet. In welche Richtung wollen wir jetzt, ist natürlich die Frage. Ist in dieser Richtung irgendwas Interessantes? Man muss es ausprobieren. Ja, da sehe ich schon eine Truhe. Aber, ja, wir müssen dann tatsächlich wieder von Anfang an wieder den Weg dahin gehen. Blöde Sache, aber in der Truhe ist bestimmt irgendwas Wertvolles, was sich lohnt zu holen. Zum Beispiel eine Karte oder ein Kompass. Ja, das sieht sehr danach aus. Es handelt sich um die Karte, die Labyrinth-Karte. Richtig cool. Können wir direkt mal einen Blick raufwerfen und direkt sehen, wie groß dieser Tempel überhaupt ist. Ich weiß, wie die Karte funktioniert, danke. Okay, hier in dieser Etage haben wir schon fast alles. Ich glaube, der Tempel ist nicht so groß. Ich glaube, der Terra-Tempel war größer. Okay, leider muss ich jetzt ein bisschen backtracken. Oder ich hätte da direkt mit dem Blatt rüberschwingen können, aber da habe ich jetzt natürlich wieder verkackt. Link, jetzt stell dich nicht an. Ich möchte gerne hier noch heute ein bisschen Fortschritte machen, ne? Das ist sonst sehr ärgerlich, wenn das hier 1 Million Jahre dauert. In welchem Part sind wir eigentlich gerade? Sind wir schon jenseits der 50er? Kann natürlich gut sein. Ich glaube kurz davor, ich weiß es nicht genau. Ich habe ja eine kurze Aufnahmesession jetzt gestartet. Ja. So, direkt mal hier hinjumpen. Ja, Aufnahmesession ist eigentlich immer ein ganz gutes Ding. Weil dann kann man auch ein bisschen mehr, ja, schaffen. Und vor allem kann man sich die Zeit auch ein bisschen besser einteilen. Oh nein, ich habe kaum mehr Magie. Oh, 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 oh. Nein! Oh nein, nicht im Ernst jetzt, oder? Ich brauche Magie. Ich brauche dringend Magie, Leute. Ich brauche Magie. Wo kann ich Magie herbekommen? Herz kann ich auch mitnehmen, aber eigentlich brauche ich Magie. Ich habe keinen einzigen Punkt Energie mehr. Nicht mal mehr ein Strich. In diesem Krug bestimmt. Da ist doch Energie. Nee, Rubine. Mhm. Energie brauche ich, also Magie brauche ich momentan dringender. Hast du Energie? Hast du Magie für mich? Bitte. Bitte! Ne, hat er nicht. Ich brauche Magie. Leute, ich brauche Magie, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ja, hier war ein bisschen. Aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Trotz dem erhöhten Magievorrat ist es uns nicht möglich, hier ja, den Raum beschreiten zu können, ohne komplett zu versagen. Das ist natürlich doof. Hallo, und wer war das denn? Ich habe dich gerade schon wieder wiederbelebt, oder was? Ich habe den doch schon eben dem Gar ausgemacht, oder sind hier zwei Leute im Raum? Bitte gib mir Magie, bitte. Och man, Leute, ich brauche Magie, das tut mir... Mann. Dieser Part geht nur dafür drauf, Magie zu sammeln. Ich will meinen Vorrat wieder voll haben. Oder erhöht unsere Milch von Oma auch unsere Magie? Ich glaube zwar nicht, mal gucken. Wo kann ich denn Hilfe darüber sehen? Doch, regeneriert Energie und magische Energie vollständig. Ja, dann würde ich sagen, wir trinken die einfach mal aus, weil die ist schon lange verfallen. Hoffentlich werden wir jetzt nicht krank, deswegen. Und unser Schwert glänzt, weil wir, solange wir keinen Schaden nehmen, haben wir ordentlich mehr Power. Doppelte Stärke oder so, das ist natürlich cool. Und unsere Herzanzeige leuchtet solange auch, das gefällt mir. Also ein heftiges Power-Up können wir eigentlich öfter mal einsetzen. Unsere Suppe von Oma müssen wir allerdings öfters mal wieder dann Präludien besuchen, um die abzuholen. Okay, wir haben jetzt genug magische Energie. Und ich würde sagen, wir versuchen es jetzt noch einmal. Und wenn das nicht funktioniert, dann raste ich komplett aus. Was haltet ihr von dem Vorschlag? So, Leute. Mit dem Blatt versuchen wir jetzt hier hinüber zu fliegen. Wow, wie soll man das bitte schaffen, ohne die erweiterte Energieanzeige? Also, Magieanzeige. Ich verwechsel immer Magie und Energie, ich bin ein Trottel. Hätte ich nicht die erweiterte Anzeige, wäre ich jetzt schon wieder aufgeschmissen gewesen und würde auf dem Boden landen. Ist hier Magie drin? Ja, ein bisschen. Finde ich gut. Und da ist noch so eine komische Type, die muss ich natürlich zuerst ausschalten, weil sonst nervt die mich zu Tode. Ich treffe... Hallo, was ist das denn für einer gewesen? Okay, ich sehe schon, hier muss ich mehr machen als nur... Stirb. Okay, mit einem Pfeil sind die Dinger weg. Ich möchte nicht runterfallen, das wäre blöd. Ich sehe gar nichts. Hallo. Ich bin auch ein Aim-Shot-König vor dem Herrn, ne? Muss man mal dazu sagen. Jetzt komm! Wie stelle ich mich denn an hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, mit Maus und Tastatur wäre das wesentlich einfacher. Okay, dann nehme ich halt erst dich aufs Korn. Okay, das hat geklappt. Jetzt dich. Das hat nicht geklappt. Stattdessen wurde ich getroffen, alles klar. Ja, unsere tolle schwertdoppelte Power-Anzeige haben wir toll ausgenutzt. Mann, das kann doch nicht so schwer sein! Ich sehe schon, gleich habe ich keine Pfeile mehr. Und dann bin ich komplett aufgeschmissen. Hör auf zu brennen, ey. Endlich! So. Und jetzt bist noch du übrig. Du Halunke. Ja, und der ist natürlich ausgewichen. Wie hätte es auch anders sein können? Ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn man nicht brennen würde. So, jetzt komm her. Ja, getroffen! Ich habe ihn getroffen! Juhu! Ja, geschafft! Wow! Wie schwer war das bitte? Wie schlecht muss man sein, um sich so anzustellen bei diesem komischen, läppigen Gegner? Ah, Leute, ey. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich so ein schlechter Spieler bin. Aber wir haben es geschafft, wir haben den Raum beendet. Was im nächsten Raum vor uns liegt, werden wir im nächsten Part erfahren. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen angenehmen Tag. Ciao, Leute!